Aber so wie der aussieht, schmeckt das Bier nicht. Man guckt ja so grimmig, oder was? Der hat ja Augen zu. Ja, der genießt es gerade. Der hat noch nicht mal einen Schluck getrunken, so wie der Der aussieht. ist da noch Wird al da. dente. Du musst das Bier an die Wand schmeißen und wenn es kleben bleibt, dann ist das gut. Vielleicht braucht das Bier auch ein bisschen Oregano und Basilikum, aber das schmeckt, ich weiß es ja nicht. Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Herzlich willkommen. Wir testen heute ein italienisches Bier von Boxyland. Genau, von Boxyland. Die haben da so ein wunderschönes Männergeschenk. Da kann man sechs Oder mehr. ausländische Biere mal testen. So richtig professionell hier mit Biertasting. Genau. Wir haben schon das Bier getestet. Und heute mal was Italienisches. Mal gucken, ob die das auch drauf haben. Genau, bisher waren wir in Singapur, Kroatien und Ja. heute sind wir mal in Italien. Birra Moretti Ricetta Originale. Prosciutto Originale. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. 100%ig. Ich auch. Ansonsten, Alkohol ist nichts gut, wenn man Auto fährt oder schwanger ist. Ich suche alkoholfreies Bier. Genau. 4,6%. Trinktemperatur 7 bis 9 Grad Celsius, ist ein Pilsener. Ein Glück. Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Weitere Biere der Brauerei La Rossa, Doppio Malto, Gran Cru. Ideal dazu, ja, italienisches Essen. Steht hier. Es steht also wirklich, Da ja. steht das so, italienische Esskultur. Ah, erstmal die. Die KKP wird erstmal geladen hier. Genau. Also den würde ich als fest bezeichnen. Ja. Hart, oder? War nicht hart und Nee, weich? fest. Fest und. Leicht, leicht und fest. Wie gesagt habe, nicht so Fülle, wenn das Bier nicht schmeckt. Ich habe ja gesagt, ich bezweifle immer, dass die Biere, wo Gesichter oder Männer drauf sind, dass sie gut schmecken. Aber der Schaum ist wirklich fest. Ja, das ist sieht schon mal schön aus. Also, kannst ja nicht meckern jetzt. Ja, Also sehr schön. Schaum ist fest, so. Der Schaum ist gut. Wie ist die Farbe? Die Farbe ist auch so hell, ha? Ja, gibt keinen Unterschied. Klarheit? Das ist auch wieder klar. Ja. Hier hoch. Ist halt dolle. Ich sag's ja. Also eher stark. Mund malzig. Antrunk. Leicht schwer, sehr süß, sehr herb. Ja, also wer auf Malzig steht, der ist hier gut beraten. Ist das jetzt leicht oder schwer? Ich finde es eher schwer. Würze? Würzig. Dolle? Sehr würzig, aber nicht zu würzig. Gesamtbewertung. Naja, man kann es trinken. Zwei. Eins ist ja nun mal Ist schlecht. das jetzt besser als Schafkowski? Naja, eigentlich nicht. Oder? Eigentlich verdient es meiner persönlichen Meinung nach ein Stern, meine ich. Ein Stern hier. Naja, zwischen 1 und 2, das ist schlechter wie das. Also es ist schlechter als. Ja. Was würdest du Finde find sagen? ich auch. Finde ich auch. Ich würde aber 2 Sterne geben. Nein, dann geben wir denen noch 2 Sterne. Weil ein Stern ist ja das. So sieht's aus, unsere Bewertung. Das sind halt die Männer auf dem Bier. 2 Sterne, ja, wenn da Männer auf mir sind, ist natürlich ganz schlecht. Wurde mir so gesagt. Er muss ein Auerhahn drauf sein wohl. Tiere, ja. Ja, bisher war tatsächlich der Tiger jetzt vorne Ja. und dann reiht sich hier der ganz hinten. Aber wie gesagt, das kann sich natürlich bei euch kann das ganz anders aussehen. Ja, Ich meine, wer auf so was malzig würziert steht, für den ist das natürlich dann ganz oben angesehen. Ich meine, so nicht so Geschmäcker wird es auch geben, ansonsten wäre die Brauerei schon pleite. wann War gibt es das Bier schon drauf? 1859.
Ich hätte mir italienisches Bier ganz anders vorgestellt. Ja. Tja, also ich würde das nicht gerade hier mit Spaghetti Carbonara essen oder so. Nee, auf keinen Fall. Ich würde es einfach ja nicht trinken. Ja. Es wird auch nicht besser, wenn man mehr trinkt, tatsächlich. Naja, das wird nicht besser. Das ist so ein Bier, wo ich den nächsten Morgen aufstoßen müsste. Ja. Irgendwie kann man ja bloß die Pulle. Wer ist denn das? Wahrscheinlich der Moretti von Bira Moretti. Aber meinst du, wen würdest du da nehmen und hier vorne abbilden? Ein Allerwildsmann oder eher der, der das erfunden hat? Ich würde mich nehmen. Na, dann wird das der Ist Moretti doch sein. klar. Aber so wie der aussieht, schmeckt das Bier nicht. Man guckt ja so grimmig oder was? Der hat ja Augen zu. Ja, der genießt es gerade. Der hat noch nicht mal einen Schluck getrunken, so wie der Oder aussieht. ist da noch Wird Al da. dente. Du musst das Bier an die Wand schmeißen und wenn es kleben bleibt, dann ist es gut. Vielleicht braucht das Bier auch ein bisschen Oregano und Basilikum, damit das schmeckt. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist es ja so ein Kochbier. Die Idee kam mir auch gerade, ja. Wirklich so ein Kochbier, wo du hier Fleisch einlegen kannst und so, wa? Das kann durchaus sein. Ich glaube, das schmeckt dann richtig Das ist lecker. ja gut würzig. Ja. Alter, das wäre die Idee. Das hatte ich sowieso mal vor. Manche nehmen ja Schwarzbier und sowas, das ist ja wirklich dann richtig malzig und würzig, ne? Was weg kann, zum Beispiel Berliner Pilsener. So, was gibt es denn da noch in der Kiste? Also, wir haben ja jetzt drei getrunken. Gib mal her, kommt der Ernst nach hinten. Kannst halt schon vom Tisch stoßen. Nein, so. Was trinken wir denn danach, bevor wir jetzt Feierabend sagen? Oh, das kenne ich. Ich glaube, das habe ich schon mal, ja, das habe ich schon mal getrunken. Aus. Tsingtao aus, das muss in China Gesundheit. sein, genau. China, wenn dem nächsten chinesischen Bier aus einer grünen Pulle mit rotem Emblem, weißer Schrift. Wir sehen uns demnächst. Bis dann, macht's gut. Prost. Ciao. Bis demnächst.